Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Wir haben heute Feiertag, gesamtdeutschen Feiertag. Gesamtdeutschen Feiertag kann ich gar nicht glauben. Ich habe heute Morgen Martin Perscheid gelesen. Da hat einer gefragt, ob das ein bundesweiter Feiertag ist. Und ich habe gesagt, wenn ja, würde ich gern wissen, warum. Ne? Also viele im Westen feiern den nicht. Ja, ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, warum. Also, dass wir uns da Probleme an den Hals geholt haben, die bis heute fortwirken. Da habe ich schon damals Willy Brandt nicht verstanden. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Obwohl ich ja in Ostdeutschland geboren bin oder vielleicht auch, weil ich da geboren bin. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich bin in Norddeutschland geboren, weit weg. Da bin ich aufgewachsen, Gott sei Dank, muss ich jetzt mal sagen, ne? Ja, manche stehen ja auf dem Standpunkt, dass die BRD damals pleite war und dass wir die DDR gebraucht haben, um wieder hinten hochzukommen. Ja, also. Ja, das habe ich dann gemerkt bei dem Soli-Zuschlag, den ich jetzt die letzten, weiß ich, 20 Jahre gezahlt habe. Und in der DDR waren die Autobahnen erst einspurig, dann zweispurig, dann drei, dann vier, dann fünfspurig. Und jetzt zahlen wir immer noch. Naja. Ja. Naja. Ja, naja, aber es ist wirklich mit dem Geld so eine Sache. Ne? Jetzt haben wir die meisten oder 250 Milliardäre in Deutschland. Viele davon sagen, tax me now, also lasst mich Steuer zahlen. Jetzt traut sich die Politik mal wieder nicht. Ne? Vermögensteuer haben wir bei der SPD beschlossen. Erbschaftssteuer haben wir mal was beschlossen. Beschließen sie mir ja stark, ne? Aber dann sind die Ja, da. wir haben da leider so einen Schwanz, der häufig mit dem Hund wedelt, der fast 3% hat, FDP fast 3%. Der verhindert ja nun den Fortschritt stärker, als es die gesamte Union je konnte, ja. Naja, also für mich ist es eine der besten Ausreden überhaupt. Also der Hubertus Heil, der kann ja auch die Bürgergeldempfänger abstrafen. Die dürfen jetzt bis zu 3 Stunden am Tag durch die Landschaft fahren für die paar Trümpel, ne? Und labert einen daher von wegen Arbeitsunwilligen. Er soll sich mal die Struktur derer angucken, die da noch Geld, Bürgergeld kriegen, bevor er so einen Unfug Ja. erzählt. Aber für den ist es klar, das ist nicht durchsetzbar, eine Vermögenssteuer. Und auch eine Erbschaftssteuer ist nicht durchsetzbar. Schon seitdem der in der Politik ist, ist das Ja. nicht durchsetzbar. Ja. Andererseits, ich musste ja bis zum Frankfurter Flughafen und dort bis auf die Südseite unter 1 Stunde 20, wenn ich mit dem Zug gefahren wäre, wären es 1 Stunde 50 geworden, eine Richtung. War das auch nicht zu machen. Also es ist fast normal, so ein langer Fahrt Anweg zur Arbeit für viele, viele Menschen. Aber okay, die kriegen dann wahrscheinlich auch entsprechende Entlohnung und nicht irgendwie so einen Vertrag für 6 Monate und dann wissen sie nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann trifft es ja auch kaum welche. Das ist ja das. Da wird ein Gesetz gemacht für eine große, scheinbar große Klientel, die ist aber gar nicht vorhanden. Genau. Also man muss sich dann mal angucken, wer bekommt denn jetzt sozusagen das Bürgergeld? Müssen wir mal im Detail hingucken. Aber ich denke, das ist auch wieder so ein Spiegelgefecht. Da geht man auf Forderungen von der rechten Seite ein, statt sich mal um seine eigene Klientel offensichtlich zu bemühen. Und da wird auf irgendwelche dummen Sprüche reflektiert. Das hat Gerhard Schröder schon hervorragend gekonnt. Weiß nicht, ob das wirklich gut kommt in der Mitte, scheint aber so zu sein. Ich halte es einfach für unwürdig. Na, wenn ich mir jetzt angucke, da kommen die Manager dann angelaufen und möchten gerne Sanktionen gegen China oder besser wäre noch Protektionismus, Zollschranken gegen China, wenn die Automobile so billig sind, nur weil die 30 Jahre lang in Wolfsburg und in München und Ingolstadt, wo sie alle sitzen, geschlafen haben, müssen wir Haben jetzt das die Protektionismus auf der betreiben? Insel nicht, haben die auf der Insel das nicht vor Jahrhunderten mal versucht, mit dem Branding Made in Germany? Doch, doch, genau. Und Genau. was ist aus denen geworden da? Ja, die wollen jetzt wieder zurück in die EU, ne? Aber ich fände es wichtig, dass man diese Manager, diese überaus fähigen, intelligenten Manager bei diesen Autokonzernen, dem Bürgergeld zur Verfügung stellt. Aber die haben so viel verdient in ihrem Leben.
Also ein Bürgergeldempfänger wird nicht mal auf die Hälfte kommen von den 2,1 Millionen, die ein Mensch im normalen Leben verdient. Also vielleicht 1 Million im ganzen Leben. Das sind Milliardäre zum Teil, die anderen. Musst du 130 Jahre Naja, alt werden. also da will ich mich jetzt nicht weiter drüber aufregen. Die werden dann aber Nein, nicht aber es sind ja besteuert. nicht Das nur sind die. scheue Es sind nicht Rehe. nur die paar Manager bei VW. Da ist eine ganze Klientel tätig und fischt im Trüben des alten Systems, was aber nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Was an anderer Stelle, an anderen Orten in den USA, in China, überall schon längst überkommen ist. Ja? Ich verstehe das nicht. Da Ich wird verstehe es nicht. einer von Marktwirtschaft gelabert und man nimmt nicht zur Kenntnis, dass in allen anderen Ländern keine Marktwirtschaft herrscht. Und wenn man nicht auf den Kopf gefallen wäre, dann würde man antizipieren, dass wenn die Volksrepublik China keine Elektrofahrzeuge mehr zulässt, das 2008 verkündet, man 2024 leider, muss ich ja sagen, zu Recht mit keinerlei Ausfuhren dahin mehr rechnen kann. Aber das haben die ja ignoriert. Das ist denen egal. Es ist doch ihnen egal, wer in China unter ihnen die Macht hat. Nee, also es Naja, ist. zumindest der gute Lindner, der träumt schon ganz offen vom Ende der jetzigen Regierung. Und das läge ja nicht daran, dass die FDP Fehler gemacht habe. Deren Wähler, sagte er, glaube ich, würden ihm sagen, es wäre zu viel, ihr macht zu viel Rot-Grün. Ja, klar, machen wir zu viel Rot-Grün, weil die FDP ja nur ein paar Prozent hat von dieser Regierung. Da kann man nicht nur Geld machen, ja? Nee, also ich bin mit dieser Ampel nicht besonders zufrieden, muss ich sagen. Oder Glück, wollen Nö. wir halt reden. Aber wer war das schon? Von Anfang an waren wir das nicht. Mann! Ja, genau. Und ich fand auch diese grüne Aktion jetzt ganz toll. Wenn du nie wieder mit Söder reden willst, werd Mitglied der Grünen, finde ich einen guten Ansatz. Ja. Der Söder, der ist sowas von verbrannt, ja. Und dem Ja. ist die Sonne zu sehr auf den geschienen, Nun, ja. ich wundere mich bei diesen Christdemokraten immer wieder, warum sie nicht diejenigen nach vorne bringen, die wirklich was Zukünftiges versprechen. Wir haben den Daniel Günther in Schleswig-Holstein, der eine sehr offene Politik macht. Wir haben den Wüst, okay, da kann man auch noch wieder schon streiten, aber die sind allesamt besser als Söder und Merz, ja. Also sorry, ich verstehe es nicht. Aber das ist nicht meine Baustelle, sollen die das doch machen, mein Gott. Ja, nee, also du, ich brauche den Merz überhaupt nicht. Die Ideen des Merz hatten wir ja die Woche schon. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Der ist ja auch einer von denen, die den Verbrenner wieder haben wollen. Der hat den Schlag auch noch nicht gehört. Es ist bedauerlich, dass es auch in den Gewerkschaften diesen und jenen gibt, der meint, man könnte am Alten festhalten und will damit Neues schaffen. Das ist leider nicht der Fall. Nichtsdestotrotz hat die IG Metall natürlich recht, wenn sie 7% höhere Löhne fordert. Damit würde tatsächlich Geld umverteilt und wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht und ja, ausgegeben und nicht auf irgendwelche komischen Konten gehalten. Naja, Odyssee 1990, zurück in die Zukunft. Das Zurück, mit genau. dem großen Star Friedrich Merz. Kommt der Ja, nächste nicht? ja. Also ich fand ja die Woche auch diese Entscheidung nochmal zu dem, wie heißt dieses Gesetz, Kriminalitätsgesetz? Nee, also das Gesetz für die Polizei, damit die an die Daten von Kriminellen rankommen. Das Urteil des Verfassungsgerichtes auch nochmal interessant, weil die Verfassungsrichter haben ja so viel Ahnung von Technik, dass die ernsthaft der Meinung sind, man müsste Vorratsdatenspeicherung sozusagen staatlicherseits auf jeden Fall verhindern, was ich tendenziell gar nicht so unvernünftig finde. Aber im Privaten, dass ja irgendjemand diese Daten transportiert, dass irgendjemand diese Daten sowieso vorhält, das ist vollkommen ausgeblendet. Das findet anscheinend gar nicht statt. Da macht keiner was, oder Die Uli? Privaten von Zuckerberg, über Bezos und wie sie alle heißen, die haben die Daten schon und sie benutzen sie schon für ihre kommerziellen Zwecke und damit sie noch ein paar zig Milliarden anhäufen können.
Das haben Sie sicher in Ihren Nutzungsbedingungen selber erlaubt, oder? Ja, Dann ist war das in einfach Ordnung. so. Die Freiheit haben sie sich genommen. Wir sind mal so frei. Wir machen das. Und die verfolgen auch keinen von uns, oder? Nee, ach was, nein. Das ist auch zu unserem Guten, weil wir kriegen ja die Waren und Dienstleistungen ins Haus gebracht über diesen Kasten, den man uns jetzt sieht, die wir ja wollen, nicht? Ja, da bin ich aber beruhigt. Individualisierte Werbungsinhalte nennt man das. Ja, das Was beruhigt die mich alles von natürlich. uns meinen zu wissen. Ja. Ja, die fragen mich dann immer, ob mein Kühlschrank noch voll ist. Ja. Nein! Wenn Nee? dein Kühlschrank anfängt, leer zu werden, dann steht der Lieferando oder wer immer das ist von diesem desaströsen Haufen schon vor der Tür und bringt dir die 2,5 Liter Milch. Das stimmt, ja, das ist. Ja. Das macht der, wie heißt der, dieser Musk ist doch da dran, der mit seinen Teslas da rumfährt. Der denkt sich, die fahren eh rum, da können die auch ausliefern. Ne? Ja, genau. Kommt alles zusammen, passt alles, ist dann auch viel rationeller. Und Ja. abgebucht ist sowieso schon. Genau, und da entscheidet auch kein Verfassungsgericht mehr drüber. Die haben da nichts zu Nee, kann sagen. ja auch nicht, war ja alles freiwillig. Du hast ja Häkchen gemacht, du Blödmann. Ja, es ist mein Gott, was soll ich tun? Also lassen wir das. Wir haben doch heute einen Feiertag. Wollen wir doch mal irgendwie Ach ja. versöhnliche Genau diesen Freude. bundesweiten Feiertag haben Ja. wir Gute zweite Hälfte, liebe Leute. heute. Macht's mal besser.